Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Snapchat geeignet. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen! Ach, der gute alte Justin Merchandise, der eignet sich super dazu, um sich die schweißige Stirn abzuwischen. Na klar. Guten Morgen, guten Mittag und auch guten Abend, liebe Leute. Wie geht's euch an diesem brisierenden, brisanten, brillierenden, brillanten Tag? Freunde, ihr seht mich in gewohnter alter Umgebung. Ich nehme erstmal einen Sip von meinem Water, um keine Speichelfresse zu haben. Kostbar. So, Freunde, heute soll es ein ganz spezielles Thema geben, und zwar der ein oder andere von euch kennt die Plattform vielleicht noch. Wenn wir hinter verschollenste Verschollenheiten blicken, erblicken wir die Plattform der verschollensten Verschollenen. Es ist Snapchat. Ja, liebe Leute, Snapchat, eine Plattform, die wahrscheinlich niemand mehr von euch da draußen nutzt. Tim, also gut, Freunde, niemand, der Nacktbilder versendet. Jetzt habe ich euch. So, Freunde, also ich würde vorschlagen, wir starten auf mal ganz entspannter Basis durch. Freunde, was haben wir mit Snapchat früher gemacht? Wir haben anfänglich diese Plattform genutzt, um, sag ich mal, mit angehenden Partnerschaften, die eventuell, sag ich mal, auch im sexuellen Rahmen sein können, uns Bilder hin und her zu senden, die, sag ich mal, im sexuellen Rahmen sein könnten, ja? Das Ganze hat sich dann natürlich erweitert und ist dann zu einer Plattform geworden, die eine Social-Media-Plattform-Relevanz hatte, ja? Ich habe damals nur Snapchat benutzt, ich habe gesagt, ich benutze kein Instagram, Snapchat ist die Plattform to be. Eines Tages kam dann plötzlich ein Update, ich bin in Snapchat reingegangen und wusste nicht mehr, wie man Bilder postet. Ich wusste nicht mehr, wie ich angucke, wo habe ich das Pic gerade gepostet, wie viele Leute haben das gerade gesehen, wie nehme ich gesendete Pics in Empfang? Keine Ahnung. Aus geiles Update! Ja, da hat Snapchat sich auf jeden Fall gedacht, man darf was scammen, wie die Community aber mal komplett mittlerweile Instagram an der Macht. Keiner juckt sich mehr für Snapchat. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, nutzt ihr Snapchat noch? Schreibt es mir bitte nicht in die Kommentare. Jetzt habe ich letztens was gefunden, was auf Snapchat ganz neu ist. Und zwar, keine Ahnung, ob es ganz neu ist, ich benutze den Rotz sowieso nicht mehr. Und zwar, wenn man nach rechts swipet, dann gibt es hier eine Entdeckenfunktion, ja? Ich habe mir gedacht, es ist doch mal ganz cool, da reinzuschauen, bis ich gesehen habe, was da von den Kotze gepostet wird. Was ist das? Ich würde sagen, wir klamüsern uns doch einfach mal rein, ja? Und zwar für dich. Das heißt, hier wurde gerade für mich auserwählt. Snapchat weiß, was für mich gut ist, ja? Und zwar als allererstes mal irgendeine Paola, die hier irgendwelche Snaps von sich postet, okay? 15.08.17, hier werden so diverse Bodypics gepostet. Im, sage ich mal, noch angekleideten sexuellen Rahmen. Die zeigt auch nicht so gerne ihr Gesicht. Als wird hier noch Werbung für ihr Profil gemacht, okay? Also im Prinzip so ein normaler Snap-Verlauf von irgendeiner Random-Tuss, ja? Mir wahrscheinlich vorgeschlagen. Danke dafür. So, als nächstes, Geheimnis gelüftet. Darum gab es Tränen bei Justin und Hailey. Also, und ihr müsst euch überlegen, ich bin jemand, ich guck's mir kurz an. Aha, okay, alles klar, super News, dies, das, bla bla bla. Ihr müsst euch überlegen, ich bin jemand, der juckt sich wirklich einen absoluten Scheiß darum, was bei diesen Stars abgeht, ja. Das, also es gibt wirklich wenig, was mich weniger juckt. Ich muss wirklich sagen, also ich habe mir da auch neulich mal Dings reingezogen, dieses Red, was auf Pro7 kommt, wo diese Stars interviewt werden und so gezeigt wird, was die sagen. Wen juckt das? Ich bin hier, so bin ich. Das sind irgendwie diese Geistens, ja. Das ist doch mal so richtig Endstufe. Die zeigen da, wie sie ihr Leben zelebrieren und dann sitzen Leute zu Hause und ziehen sich die Kotze rein. Ist ja fast beschissener, als sich meinen Lifestyle-Channel reinzuziehen. Ich kann es ja verstehen, wenn man YouTuber abhatet und die nicht anschaut und sagt, ja, die machen nur Bullshit. Kann ich ja irgendwo noch verstehen. Aber das ist ja wirklich komplett am Arsch. Da kriegt die eine Tochter eine Rolex geschenkt, 14-Jährige oder so, und die andere regt sich dann drüber auf, dass die keine bekommen hat. Scheiße, die hat sich überkacke gemischt, aber in Afrika. Ach komm, ich lass den Kack. So, als nächstes haben wir einen arschgeilen Vorschlag. Ich schwitze mir drinnen ab, draußen schon wieder 33 Grad, aber lass dich ihm. Die Selina, ja, die wird mir vorgeschlagen, Hurghada. Alles klar. Die Selina ist jetzt kurz an eine, die zeigt aber mal ganz gerne ihren Ausschnitt. Danke Selina dafür. Danke Snapchat für den geilen Vorschlag. Ich dachte eigentlich, bei Entdecken kommt irgendwie sowas wie Entdecke Freunde deiner Freunde. Irgendwelche random Bitches. Alles klar. Jetzt müssen wir aber noch weiterschauen. Hier gibt es doch bestimmt noch viel mehr sinnvolle Dinge. Alter Hartmann, irgendeine random Story von irgendeiner random Tuss. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, warum mir hier nur Tussen vorgeschlagen werden, verstehe ich nicht. Obwohl, hier einfach irgendeine, die mit ihrem Boyfriend am Chillen ist. Und zwischen dem Ganzen
zeichnet sich natürlich dann auch schon wieder der nächste Skandal ab. Und zwar wird mir wieder berichtet über irgendeinen Drake, ja. Und dann kommt's, Katja Krasavice. Einziehen, um sich auszuziehen. Das hat wohl Porno-YouTuberin Kana Krachbus, die 22-jährige Big Promi Brother war. Die will's bei Promi Big Brother mitmachen. Wow, oh mein Gott, Alter. Ja, da trifft sich doch, sag ich mal wirklich. Alter, ich schwitze mir hier einen weg. Hier drin ist es eine Hitze. Alter, zum Glück wirklich. Justin, an der Stelle gehen auch nochmal Greetings raus. Danke, Mann, für den super Putzlappen. Ultra krass. Angelina Heger. Guck mir die Story von ihr an. Hier kann ich sehen, was die Angelina Heger so treibt. Ne? Die ist am Fitness machen. Finde ich auch super. Werbung natürlich wieder. Unsere Angelina natürlich von oben gefilmt, damit man auch hier schön besser aussieht. Und natürlich auch im Brustbereich flexen kann. Ja, jetzt werden hier irgendwelche verstörenden Yoga-Übungen durchgeführt. Super, wirklich. Hier wieder eine Dame, die probiert, ihre Brust auf jeden Fall nicht zu präsentieren. Ich muss wirklich sagen, Snapchat macht sich wirklich in dem Sinne voll und ganz bezahlt, Freunde. Ihr müsst euch überlegen, es gibt ja im Prinzip nichts Wichtigeres, als dass man, sag ich mal, hergeht und ein Pirat ist, ja? Wenn ich mir jetzt überlege, will ich auf Snapchat Freunde entdecken? Sind wir mal ganz ehrlich, natürlich nicht. Ich will auf Snapchat lediglich Bitches entdecken und deswegen hat sich die Plattform absolut bezahlt gemacht, Leute. Ich muss einfach nur kurz runterscrollen, Uncle D anklicken und was sehe ich da? Dinner mit irgendwelchen Amerikanern. Leuten, ja, hier im Club getroffen, erstmal noch Werbung für den YouTube-Channel gemacht, der wahrscheinlich null Abos hat und auf einmal sehe ich irgendeinen Afroamerikaner, der Good Morning Deutschland Trends News gemacht hat. Danke dafür. Kylie Jenner ist 21, Mutter und Millionärin. So hat sie es gemacht. Hier noch Business-Tipps rausgehauen. Ab in den Kylie Jenner Buchclub, Leute. Die neue Snapchat-Funktion, die die da eingebaut haben, ist wirklich, kann ich jedem von euch empfehlen, ja. Wenn ihr rausgehen wollt, Jungs, vergesst Tinder, ja. Vergesst alle möglichen Plattformen. Einfach Snapchat nach rechts swipen und euch werden worldwide die besten Materialien angeboten. Leute, in diesem Sinne muss ich wirklich sagen, Snapchat, verpisst euch! I'm walking around, feeling free, thinking about what's happened to me from July.